So, hallo und herzlich willkommen zurück in der grünen Hölle von Pandora. Wir geben unsere Quest vom letzten Mal ab. Wir mussten irgendwie einen Generator starten. Gut gemacht. Nach all den Jahren läuft der Radar wieder. Sie hatten Zweifel? Seit meiner Landung auf dem Planeten habe ich nichts anderes als Zweifel. Okay, kommen wir mal zur Sache. Ihr Ruf eilt Ihnen auf diesem Planeten allmählich voraus. Ich wette, Sie sind hier, um Dr. Harper zu eliminieren. Sagen Sie mir, wohin? Mein Scanner zeigt zwei Verbindungskammern. Anscheinend haben wir es mit mehr als einem abtrünnigen Avatar zu tun. Harper war nicht der Einzige, der übergelaufen ist. Passen Sie da draußen auf. Diese Avatare sind komprimierte Feuerkraft. Sie können darauf wetten, dass sie mehr als Pfeil und Bogen haben. Okay, wir sollen die Verbindungskammern untersuchen und die Leute killen, denen wir begegnen. Wo findet das statt? Einmal da unten und einmal da. Okay, damit kommen wir mit, da kommen wir mit GMIs ganz gut hin. Kendra. Hey, Ryder. Wo haben Sie gesteckt? Falco hat mich in Höllentor aufgehalten. Merkwürdig. Ich bezweifle, dass seine Befehle von der RDA kommen. Ich glaube, er spielt sein eigenes Spiel. Na super, was bedeutet das jetzt für uns? Noch nichts, wir machen erstmal weiter. Sie müssen diese Splitter besorgen. Erstatten Sie Bericht, wenn Sie es geschafft haben. Hoppla. Ja, und unsere übliche Aufgabe, 3 Splitter sammeln. Jetzt haben wir einen Haufen Marker. Können wir auswählen, dass wir nur das hier erstmal haben? Ja gut, ich hoffe, die werden jetzt... Nein, sie werden nicht so angezeigt, aber wir machen jetzt erstmal die Sache mit den Verbindungskammern. Deswegen... Einmal hier hin, bitte. Und von da aus machen wir uns dann weiter auf den Weg. Okay, einfach in den Buggy und geradeaus runter. Oder? Wenn ich das jetzt zum falschen Fahrt, wir müssen hier entlang. Okay. Tutut, Entschuldigung. Ich müsste hier mal kurz. Ah, moin Jungs. Sorry. Lass mich mal kurz. Aua. Das Gewehr. Sehr vielversprechend, aber wir sind falsch. Wuff, wuff. Schaffen wir den Wetterwolf von Buggy. Wir müssen hier entlang über die Driftklippen. Okay. Okay, das war jetzt doch mal ein Mini-Drift. Was geht denn bei dir? Kann man dir irgendwie helfen? Wie, die haben uns schon entdeckt. Was soll denn der Scheiß? Und ich hab gedacht, wir kommen irgendwie an die ran. Oh nein, 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 nein. Halleluja, das war knapp. Na komm, Junge. Bring it on. Erstmal den Bogen schützen. Okay, den hätten wir. Und ich hab gedacht, ich kann das jetzt ganz elegant von außen erledigen. Naja, gut. Dann eben so. Und da geht die Verbindungskammer auf. Und das ist... Ich hab seinen Namen vergessen. Mr. Bandana. Oder so irgendwas. Okay. Let's rock. Okay, Arschloch, machen wir das so. Okay, der ist tot. Wo ist der andere? Wow. Okay. Ich habe ihn nicht gesehen, aber er uns anscheinend. Irgendwo dahin. Ah. Oh, ich wollte eigentlich nicht von so einem Pfeil getroffen werden, von einem aufgeladenen. Aber manche Sachen lassen sich nicht verhindern. Er steht irgendwo du da oben. Mir das Leben. Aber wo? Wahrscheinlich oben auf dem Baumstamm. Wir tarnen uns mal kurz, nicht, dass wir hier gleich wieder runtergeschossen werden. Puh. Wir gehen unten runter. Habe ich jetzt gerade so spontan entschieden, weil wenn uns jetzt hier oben die Tarnung verreckt, dann war's das. So, da sind wir wieder. Steckt der in dem Baumstamm? Wirklich?
versuche ein bisschen näher ranzukommen. Also entweder er steht oben drauf oder er steckt innen drin. Er steckt innen drin. Das heißt, wir flüchten, weil dagegen können wir nichts machen. Okay. Preisfrage, wie kommen wir... Gegen dich kann ich was unternehmen, mein Freund. Okay, jetzt wird's doch ein bisschen hektischer hier gerade. Ohohohohohoho. Die Schrotflinte ist böse. Nichts da. Ach, auch hier. Schön, schön, schön. Haben Sie eine Sekunde Zeit, um... Wo soll ich? Komm da runter. Okay, er ist tot. Da bist du. Aua. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, die verschwinden zwischendurch einfach mal. Und dann fliegen nur noch Pfeile. Okay, das war er. Wo ist der andere? Wo kommen die immer wieder her? Jetzt ist aber Ruhe hier. Meine Güte. Okay, wie kommen wir aus diesem Ding wieder raus? Wisst ihr was? Wir versuchen jetzt hier außen rum zu kommen. Und uns gleich den... Na, da müssten wir da hoch. Schauen, ob das geht. Kommen wir hier irgendwo... Nein. Und ich habe jetzt Angst, gleich in irgendein Loch zu fallen, wie es uns schon mal passiert ist. Wo ist der? Gerade wurde noch auf uns geschossen. Von da oben. Ich habe es genau gesehen. Irgendwer schießt hier noch. So tweet, tweet. So hört man Bogen. Aber keine Ahnung von wo und keine Ahnung auf was. Wir folgen einfach mal dieser Baumwurzel da und schauen mal, ob wir drauf kommen. Dann können wir nämlich... den Weg entlang gehen. Och nee, ne? Wie gesagt, irgendwann sind sie nicht mehr furchteinflößend, sondern einfach nur noch lästig. So, wo seid ihr? Nicht hier? Auch gut, auch gut. Damit kann ich leben. Wir holen uns jetzt erstmal eine Ladung Munition. Ja, damit. Die werde ich brauchen. Entschuldigung. Besser als ein Repulsor. Okay. Nice. Ich habe das Gefühl, diese Panzerung verhindert, dass man umgeworfen wird. Das verlorene Paradies. Ach, hier sind wir wieder. Okay, dann biegen wir doch einfach mal. Nein, nerv nicht, du Misthöhle. Das kann ich gebrauchen. Okay, okay, alles gut, alles gut, alles gut. Das verlorene Paradies. Waren wir hier schon mal? Du rettest mir das Leben. Waren wir hier schon mal? Waren wir hier schon mal? Ich weiß es gar nicht. Kann man das da... Schade, ich gedacht, das wäre irgendwas zu mitnehmen. Und die fliegt. So, jetzt macht er erstmal gar nichts mehr. Okay, von hier aus geht es jetzt weiter. 3, 2, 1. Igitt, nein, nein, geht weg. Okay, jetzt haben sie ihn sowieso, jetzt sind wir geslowt. Aber das ist nicht weiter. Ich nehme alles zurück. Okay, ich hab's versprochen. Wir machen's. Okay, wir machen das ein bisschen anders. Wir tauschen nochmal das hier aus gegen die Nagelpistole, genau. Okay, Dickerchen. Lass uns
tanzen. Aber lass mich mir zuerst irgendwo eine Position suchen, von wo aus ich dich bequem abknallen kann, ohne dass du mir zu nahe kommst. Von hier zum Beispiel. Okay, betäuben kann er uns trotzdem noch. Aber direkt angreifen kann er uns nicht mehr. Okay, das könnte jetzt eine Weile dauern. Halt still. Ja, schön die Heckseite zudrehen. Und er hat uns wieder betäubt. Wir stehen in der Luft. Weg. Okay, die Munition wird hinten und vorne nicht reichen. Deswegen schieße ich die jetzt mal leer. Und hau dann ab. Schnapp eine neue Munition. Oder ich tausche sie einfach gegen die M60 aus. Das wäre auch eine Idee. Und leer. Und wir tauschen aus gegen die M60. Na, Mist. Hier wird die Munition aber auch hinten und vorne nicht reichen. Oh, aua, 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 das tut weh. Wir hätten mit dem MPA herkommen sollen, fällt mir gerade so ein. Puh, Hammerköpfe keulen, aber sonst geht's euch noch gut, oder? Das kann ich gebrauchen. Okay, Zellprobe haben wir bekommen. Munition würde ich sehr feiern. Schauen wir mal, was sich da so findet. Hier geht's runter. Nein, Munition wäre für den Anfang ganz gut. Haben wir hier irgendeinen von den Dingern auf der Karte? Nein, haben wir nicht. Da schlägt mein phänomenales Gedächtnis wieder zu. Wo war hier ein Munitionsbehälter? Hier sind wir schon durchgefahren. Das heißt, mit etwas Glück steht hier irgendwo einer. Oder? Was? Junge, ich habe gerade einen Hammerkopf gekillt. Jetzt glaubst du, du hättest eine Chance. Ah, guck mal, was da steht und rot vor sich hin leuchtet. Sehr schön. So, jetzt sind alle Waffen wieder aufgefüllt. Das heißt, ihr kommt raus und du kommst her. Auf geht's. Ruckel, ruckel. Warum auch immer. Können wir von hier was reißen? Nein, ich glaube, wir müssen nochmal außen rum. Und deswegen hauen wir jetzt mal gleich den Turbo rein. Und der Hammerkopf respawnt, das war jetzt noch der Knaller. Den anderen Hammerkopf holen wir uns auch noch. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wo der war, aber... Ich meine, die Viecher sind so riesig, die findet man. Noch ein Turbo. Zum Glück lädt die Fertigkeit so schnell auf. Mach einen Abgang. Okay. Von hier aus könnten wir theoretisch Glück haben. Wir schleichen uns mal an. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo der Bubi sich versteckt. Der Junge. Okay, ich weiß es. Da hinten ist er. Und wir gehen jetzt einfach mal auf Position. Scheiße. Scheiße. Wir können jetzt einfach mal warten, ob die... Sie lädt sich nicht wieder auf. Jedenfalls nicht. Mach einen Abgang, du dumme Mistköter. Du dummer Mistköter. Heilige Scheiße, ist hier was los. Okay, es kann sein, dass wir jetzt gleich zum ersten Mal die Kurve kratzen. Oder Zellproben einsetzen müssen. Okay, wir müssen hier weg. Sonst sind wir gleich sehr, sehr tot. Okay. Soweit so gut, die kümmern sich um den Buggy.
und wir kümmern uns um sie. Jetzt hör aber auf. Ich will ihn noch nicht komplett töten. Ich glaube, das würde uns im Moment nicht viel Freude bereiten. Komm schon, halt still. Okay. Okay, okay, okay. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Wo ist der Kerl? Genau davor hatte ich Angst. Toll. Klasse. Ganz super. Okay, damit sind wir gerade zum ersten Mal verreckt. Und natürlich mittendrin kommen wir wieder raus. Der Typ nervt. Wer ist das? Ah, John Travolta. Hätte man die Umgebungsgeräusche den Cutscenes vielleicht ausblenden können, wäre extrem geil gewesen. Weil das nervt jetzt gerade ziemlich. Ah, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gönnen es uns jetzt einfach mal. Der kriegt uns so schnell eh nicht klein. Wir gucken uns das jetzt einfach mal aus der Nähe an. Und Headshot. Oh, das war heftig. Mann, haben uns einfach da oben runtergeballert. Ich glaub's ja nicht. Den Buggy haben sie auch noch erwischt. Okay, soweit so gut. Haberjagd. Dazu müssen wir zurück zur Landestelle. Was hätten wir noch für Möglichkeiten? Wir müssen diese Splitter sammeln. Die sind hier, hier und anscheinend hier. Also nicht in der Nähe. Okay, das heißt, wir reisen jetzt einfach mal schnell zurück. Der fährt doch bestimmt noch, oder? Ja, er fährt noch. Oh, wow. Also, ja, doch. Qualität. Das Ding wird bestimmt von VW gefertigt oder so irgendwas. Oder hat er Abgasprobleme. Also, ah gut, auf Pandora ist das eh egal. Die haben ja genügend Pflanzen, die können es filtern. So, wir geben erstmal die erste Queste ab. Bei dir? Gute Nachricht und schlechte Nachricht. Beide Avatare sind tot. Lassen Sie mich raten, Harper war nicht mit dabei. Woher wussten Sie das? Ich habe ein drittes Signal empfangen, allerdings schwach. Es ist tiefer im Wald, schwer zu sagen, wo genau. Fragen Sie Offizier Midori. Vielleicht weiß sie was Neues. Ja, das... Oh, wir kriegen noch was Neues. Das ist ja cool. Eine neue Panzerung wahrscheinlich. Jawohl. Wow, okay, das sieht aus wie die nächste Stufe zu der vorher. Und die ist extrem schwer, wir laufen nämlich langsamer. Aber gut, okay. Hey. Finden Sie diese Steinsplitter und erstatten Sie danach Bericht. Bericht, Entschuldigung. Delta-Modul berichtet ein Riss im Rumpf. Ja, okay, also anscheinend erfahren wir von ihr nichts Neues. Das heißt, unsere nächste Aufgabe ist die Suche nach den Splittern. Aber das machen wir. Wann? Ja? Richtig, in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal.